Frau Dr. Wohlgenannt, also es freut mich sehr, Sie einmal hier live zu erleben. Ich habe vor knapp 20 Jahren Sie über ein Buch, das Sie gemeinsam mit Professor Bücheler geschrieben haben, zu Grundeinkommen, habe ich Sie kennengelernt und bin da auch auf das Thema Grundeinkommen gestoßen. Sie kommen von der Katholischen Sozialakademie Österreichs und sind ebenso im Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt sind Sie eingebunden und dadurch haben Sie auch einen besonderen Zugang zum Thema von der christlichen Sozialethik her. Mhm. Deshalb auch meine Frage, vor allem, weil Sie bei diesem ersten deutschsprachigen Grundeinkommenskongress in Wien 2005 vor allem mit dem Titel In Freiheit tätig sein, die Freiheit so in den Mittelpunkt gestellt haben. Kann diese Freiheit nicht auch zu Missbrauch führen? Braucht der Mensch Labor, die Mühe, das heißt diese Arbeit auch in der Belastung, die Vertreibung aus dem Paradies, wo der Mensch also im Schweiße seines Angesichtes Brot verdienen muss, braucht es deshalb dieses System oder wie argumentieren Sie da diese Freiheit? Ich glaube schon, dass jeder Mensch ein Recht hat zu arbeiten, ein Recht auf Arbeit. Nur das ist etwas ganz anderes, als das, was wir heute in unseren Staaten als Arbeit verstehen. Wir reden von Arbeit und denken an Erwerbsarbeit. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass sehr viel mehr Arbeit, vor allem das, was natürlich in den Familien geschieht, was die Frauen tun, aber noch dazu, was in vielen freiwilligen Vereinigungen und in Zusammenarbeit entsteht, von der Caritas angefangen über und Diakonie bis hin in unseren Ländern, die Freiwillige Feuerwehr, die ja doch eine sehr wichtige Bedeutung hat. Alle diese Dinge machen insgesamt, wenn man es in Arbeitsstunden misst, sehr viel mehr aus als das, was wir heute so kurz und falsch eingeordnet allein als Arbeit verstehen. Arbeit ist viel mehr als Erwerbsarbeit. Arbeit ist Entwicklung der menschlichen Person. Arbeit ist zweitens auch Integration in die Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit anderen entwickle ich mich, kann ich mehr ich selber werden. Und Arbeit ist natürlich auch die Möglichkeit, meinen Lebensunterhalt zu verdienen oder den Lebensunterhalt für mich und meine Familie, wie es dann meistens in der Soziallehre geheißen hat. Und wir stehen heute vor der Situation, dass diese dritte Dimension nur über Erwerbsarbeit möglich ist. Und das ist eigentlich sinnlos, denn was wir heute produzieren, was wir gesellschaftlich produzieren, hängt ganz genauso ab von dem, was in den anderen Bereichen erarbeitet wird. Also es ist eigentlich sehr ungerecht, dass, ich habe öfter gesagt, das, was die Hausfrauen vertun, was die Hausfrauen tun und erarbeiten, Kinder erziehen, das ist ja absolut notwendig, dass eine Gesellschaft überhaupt bestehen kann, das wird praktisch bezahlt über die Erwerbsarbeit. Sie haben jetzt gerade zweimal schon die Hausfrauenarbeit als gesellschaftlich sehr wichtig bezeichnet, aber das sind es gerade Frauen, die oft recht skeptisch dem Grundeinkommen gegenüberstehen, die sagen, dann werden wir Frauen wieder an den Herd, zum Kind und so weiter gedrängt. Der Mann hat die schönen Arbeiten, verdient dabei schön. Ja. Dieses Argument, dass die Frauen wieder zurückgedrängt werden sollen, würde mich interessieren. Dieses Argument ist zu einem gewissen Grad berechtigt. Ich würde aber als erstes sagen, warum werden Frauen für so unfähig gehalten, dass sie mit einem Grundeinkommen nicht fähig wären? Wirklich, Grundeinkommen würde für Frauen Befähigung bedeuten. Grundeinkommen würde für Frauen ökonomische Freiheit bedeuten, wenigstens bis zu einem gewissen Grad. Warum sollten gerade Frauen diese Freiheit nicht nützen? Ich weiß schon, dass gerade auch viele Gewerkschafterinnen und manche Frauen, die man so eher dem feministischen Bereich zuordnen würde, dass diese Gefahr sehen. Ich würde sagen, es gibt auch Gegenkräfte. Es gibt allerdings auch Frauen, die meinen, man müsste dieser Gefahr entgegentreten, indem man nicht nur Grundeinkommen einführt, sondern zusätzlich die Hausarbeit zahlt. Darüber kann man verschiedener Meinung sein. Ich denke, Grundeinkommen würde Frauen so viel mehr Möglichkeiten geben, dass ich keine so große Angst hätte, dass sie sich dann erst recht unterordnen würden. Jedenfalls die Arbeit zur Disziplinierung des Menschen, wo er seinen Rhythmus hat und so weiter, die sehen Sie nicht, die Lohnarbeit als ja, vor allem als Disziplinierungsinstrument sehen Sie nicht.
Lohnarbeit ist vielleicht ein Disziplinierungsinstrument, aber Arbeit an sich ist Teil der Freiheit des Menschen. Ich denke, dass gesunde Menschen etwas tun wollen mit ihrem Leben und dass es dazu sehr viele Möglichkeiten gibt. Wir haben einige, ich kenne relativ viele Befragungen zum Thema Grundeinkommen und wir haben jetzt eine kleine Untersuchung laufen, eher im Sinne von Aktivitätsforschung, aber da sagt keiner, ich würde nichts tun. Die Leute sagen, ich würde mir mehr Zeit nehmen, manche Frauen für die Familien, ich würde mir mehr Zeit nehmen für Umwelt, für mein Engagement, ich würde mir mehr Zeit nehmen in meinem sozialen Engagement, weil ich das für wichtig halte, weil ich das tun möchte. Und natürlich ohne Grundeinkommen muss ich zuerst schauen, wie ich meinen Lebensunterhalt sichern kann. Wenn ich das vereinbaren könnte, könnte ich insgesamt mehr tun. Ich glaube, wir hätten eine viel kreativere Gesellschaft und wir könnten sehr viele Dinge entwickeln, ohne diesen ständigen Druck, irgendetwas tun zu müssen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Und vielleicht noch ein ganz wesentliches Element ist, ich kenne einfach viele junge Leute, gut ausgebildete Leute, Akademikerinnen, Akademiker, die von einem unsicheren Job, von einem kleinen unsicheren Engagement, von einem kleinen Lehrauftrag, von einer Forschungsarbeit, also um auch dieses Niveau zu nennen, sich durchhandeln, ohne je die Sicherheit eines sicheren Jobs zu haben. Wie glauben Sie, dass man auf so einer Basis ein Leben planen oder eine Familie gründen kann? Danke vielmals für dieses Gespräch, Frau Wohlgenannt.